Perspektiv wird präsentiert von Metro Group. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur 21. Ausgabe von Perspektiv, dem Magazin zum Thema Integration. Heute sind wir in Nürnberg. Unser Gastgeber ist das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt. Herr Alt ist seit dem 26. April 2002 Mitglied im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. 1998 wurde er für 2 Jahre Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Schleswig-Holstein. 2001 bis 2002 war er Vizepräsident der Bundesanstalt für Arbeit. Heinrich Alt unterstützt seit seinem Eintritt in die BA die Fortentwicklung der Beratungsdienstleistungen. Mit Herrn Alt werden wir uns heute über die Situation der Zuwanderer am Arbeitsmarkt unterhalten. Wir sind gespannt. Zunächst jedoch, wie gewohnt, unser Bericht zur Sendung. Die Bundesrepublik ist definitiv ein Einwanderungsland. So langsam haben dies auch die letzten Politiker akzeptiert, die sich lange Zeit dagegen gewehrt hatten. Es ist vieles nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hatte. Die Gastarbeiter sind keine Gäste mehr und man sollte sie endlich nicht mehr so nennen, obwohl sie vielleicht selbst einmal daran gedacht haben, nachdem sie genug Geld gespart haben, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Inzwischen sind viele von ihnen Rentner und haben einen neuen Berufszweig in der Altenpflege geschaffen. Die Nachfrage nach zweisprachigen Altenpflegern wächst. Wer hätte das gedacht? Auch Integration ist kein Prozess, der, nachdem er angekurbelt wurde, von alleine weiterläuft. Man hat viel zu lange geglaubt, dass von einer Generation zur nächsten das Problem geringer werden würde und mit der Zeit, spätestens in der 4. oder 5. Generation, wären dann alle integriert. Hierbei hat man die Entwicklung in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt nicht bedacht. Vieles ist anders gelaufen und nun hat die CDU Integrationsgipfel und Islamkonferenz ins Leben gerufen und muss sich mit der Integration noch intensiver befassen als bisher. Dass hier noch sehr viel zu tun ist und dass, wenn die Bemühungen unterbrochen werden, die Entwicklung rückläufig wird, zeigt eine einfache Zahl. Obwohl es sehr viel mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund als vor 10 Jahren gibt, ist die Zahl der Jugendlichen, die heute eine Ausbildung machen, fast halb so groß. Bei einer Zahl von 120.000 Azubis vor 10 Jahren sind es heute nur 70.000. Dies hat auch mit der steigenden Zahl derer zu tun, die keinen Schulabschluss machen. Davon besonders betroffen sind die Jungen. Mädchen machen häufiger einen Abschluss. Ausbildung und das Erlernen der Sprache sind essentiell für eine gelungene Integration. Durch die immer weniger werdenden Ausbildungsplätze, durch den immer kleiner werdenden Arbeitsmarkt ist es wichtig, eine möglichst gute Ausbildung bzw. einen guten Schulabschluss zu haben. Hierfür sind gute Sprachkenntnisse unerlässlich. Es ist nicht nur wichtig, die Sprache des Arbeitsmarktes, das heißt gut Deutsch zu können, auch gute Kenntnisse der Muttersprache können von Vorteil sein. Viele Jugendliche sehen aber für sich wenig Perspektiven. Ihnen fehlt die Motivation und sie sind wenig bis schlecht informiert. Es stimmt auch, dass sie sich viel mehr als noch vor nicht allzu langer Zeit um eine Ausbildung selbst bemühen müssen. Mit vielen verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel Schlau, wird versucht, die Jugendlichen zu unterstützen. Wie sieht eine Bewerbung aus? Was kommt in eine Bewerbung rein? Wie sieht ein Lebenslauf aus? Wie gestaltet man den? Wo kommt das Bild hin auf den Lebenslauf? Wie gestaltet man einen Umschlag, wo die Bewerbung reinkommt? Praktisch sieht das auch aus, dass wir nach Praktikumstellen suchen. Wo sucht man nach Praktikumstellen? Wie ruft man überhaupt bei einer Praktikumstelle an und fragt danach? Ganz anders auch noch, dass wir auch Hilfe aufzeigen, wo man sich andere Hilfe holen kann, zum Beispiel der Kontakt zur Berufsberatung. Das koordinieren wir halt auch, dass es ganz wichtig ist, auch den Kontakt zur Berufsberatung zu halten. Und dann zeigen wir im Computer,
wo man Ausbildungsstellen findet, auf welchen Internetseiten. Folgendes Beispiel zeigt, dass Eigeninitiative gefragt und inzwischen unerlässlich ist, um erfolgreich sein zu können. Habe ich dann festgestellt, dass da auch sehr viele andere Jugendliche dabei waren, die diese Stelle auch haben wollten und somit ich meine Chancen dann für diese Stelle dann für sehr gering gehalten hatte. Und einen Tag nach dem Einstellungstest habe ich mich schlauerweise für einen Praktikumsplatz angeboten, was das Unternehmen dann auch begrüßt hatte. Und in dieser Praktikumszeit hatte ich dann die Möglichkeit gehabt, mich diesem Unternehmen dann vorzustellen. Und daraufhin wurde ich dann eingestellt und hatte dann meine Ausbildung als IT-Systemkaufmann abgeschlossen. Und ich finde, dass so ein Praktikumsplatz dann auch eine gute Möglichkeit ist für Unternehmen, sich dann gegenseitig kennenzulernen. Mit Herrn Acker wird Herr Alt auch auf die deutsch-türkischen Gespräche eingehen, die er mit dem İşkur-Generaldirektor Namık Atar betreffend den Arbeitsmarkt hier und in der Türkei in regelmäßigen Abständen immer wieder führt. Halt, ich darf Sie ganz herzlich zu meiner Sendung Perspektiv begrüßen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herr Alt, Sie sind Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit. Darf ich Sie bitten, Ihre Tätigkeit und sich selbst ein bisschen näher unseren Zuschauern vorzustellen? Ja, mein Name ist Heinrich Alt. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik, davon den überwiegenden Teil bei der Bundesagentur für Arbeit, in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Ebenen. Und mein Hauptthema besteht derzeit darin, Menschen, die sich in der Grundsicherung befinden, die Transferleistungen bekommen, früher Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, heute Arbeitslosengeld II, nach Mitteln und Möglichkeiten zu suchen, sie wieder in Ausbildung oder in Beschäftigung zu integrieren, damit sie mit eigenem Geld ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Fehlende Informationen sind ja ein häufiger Grund für eine benachteiligte Situation am Arbeitsmarkt von Zugewanderten. Was unternimmt die BA, also die Bundesagentur für Arbeit, damit die Informationen da ankommen, wo sie benötigt werden? Also wir tun das, was alle Behörden tun, das übliche Programm. Wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Marketing, wir haben einen Internetauftritt, wir haben Medien, in denen wir werben. Aber wir wissen, dass das für viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, nicht reicht. Und wir müssen, glaube ich, stärker uns mit diesen Medien in Verbindung bringen, die auch von Migranten gesehen werden. Also beispielsweise mit Ihnen, mit türkischen Zeitungen, mit türkischem Rundfunk, mit türkischen Zeitungen, die uns unterstützen können, wirklich die Informationen und die Hilfestellungen, die wir haben, auch der Bevölkerungsgruppe zukommen zu lassen, die sich nicht in den klassischen deutschen Medien bedient. Was erwarten Sie bzw. erhoffen Sie sich diesbezüglich von Migranten, also von der anderen Seite sozusagen? Ich hoffe mir von Migranten, dass sie Wege suchen, wenn sie denn dauerhaft in der Bundesrepublik bleiben möchten. Und ich glaube, das ist ja der Großteil der Migranten, die dauerhaft hier leben möchten in unserer Gesellschaft, dass sie sich bemühen, einen Zugang in diese Gesellschaft zu finden. Und ich glaube auch, dass der weit überwiegende Teil der Migranten nicht davon leben möchte, Geld zu bekommen vom Staat, sondern zu arbeiten und sein Leben selbst zu finanzieren. Und es gibt gute Wege, wie man das schaffen kann. Die wollen wir auch nachweisen und ich erwarte mir von der ausländischen Bevölkerung, dass sie auf die Suche gehen, dass sie auch Behörden fordern, dass sie sich nicht schnell abspeisen lassen, sondern dass sie wirklich aktiv sagen, ich möchte etwas und ich möchte auch ihre Unterstützung dafür haben. Und ich glaube, dann kommen wir auch weiter. Also hartnäckig bleiben auch. Ja. Es wird ja oft auch berichtet, dass Programme wie Wegebau nicht in Anspruch genommen werden. Worum geht es in diesen